Einen wunderschönen guten Abend hier im Basecamp. Unser Thema heute wird sein Industrie 4.0. Das heißt, die Wertschöpfungsketten digitalisieren sich, vernetzen sich und es wird gar Wundersames passieren. Es könnte der Wachstumsmotor sein, alles wird sich verändern. Aber eine jüngste Studie sagte, dass mehr als die Hälfte der Entscheidungsträger der deutschen Wirtschaft haben noch nie etwas davon gehört. Herr Altmaier, die Kanzlerin, Ihre Chefin, hat allen deutschen Unternehmern, die in Davos waren, ins Gewissen geredet. Meinen Sie, es hat was gebracht? Na, das will ich doch hoffen, nicht weil sie es einmal gesagt hat in Davos, sondern weil wir eine Diskussion brauchen. Was verändert sich um uns herum? Was geschieht in anderen Ländern? Was geschieht in der Wirtschaft? Sind unsere Arbeitsplätze, die heute sicher sind, in 20 Jahren auch noch sicher? Und was müssen wir tun, dass es so kommt? Was müssen wir tun, damit junge Leute erkennen, wo es lohnende Geschäfts- und Berufsfelder gibt, wo sie sich engagieren müssen, damit wir eben nicht nur jetzt, sondern auch künftig die Nase vorne haben? Mhm. Wir haben ja eine junge Unternehmerin da, junge Leute, die für Leute wie uns beide die Rente finanzieren werden, Lenke Steiner. Hat sie das beeindruckt, was die Kanzlerin gesagt hat? Na, ehrlich gesagt ist es für mich was Schönes zu sehen, dass die Kanzlerin jetzt darauf aufmerksam macht. Als Familienunternehmerin stehe ich eher auf der Seite, dass wir sowieso sehr innovationsstark sind. Ich glaube, wir sind im Moment in der Zeit des Wandels und die Unternehmen gehen sicherlich mit. Nun sagen aber die Umfragen, dass viele, viele in der deutschen Wirtschaft davon noch nie was gehört haben. Dass sie sagen, uns geht's doch super, wenn man sich in Europa umguckt, uns geht's klasse. Brauchen wir das überhaupt? Auf jeden Fall. Also ich glaube, in der Digitalisierung steht eine Riesenchance. Industrie 4.0 ist allein das Ganze, was jetzt aufkommt mit den selbst autonom fahrenden Autos, mit Smart Home Programmen. Das sind Rieseneinsparpotenziale, die auch unser Arbeitsleben signifikant verändern, in meinen Augen ganz klar verbessern. Wenn sich aber viel verändert, verändert sich auch die Gesellschaft. Macht Ihnen das Angst? Erstmal sollte es uns keine Angst machen, sondern wir sollten die Frage stellen, was verändert sich und wo? Zum Beispiel hat man Ende der 90er Jahre die UMTS-Lizenzen versteigert. Damals haben die wenigsten Leute gewusst, dass es die Voraussetzung für die Smartphones ist. Und kaum einer hat sich vorgestellt, dass so ein relativ einfach gestricktes Handy eines Tages das Wissen der Welt in die Westentasche bringt. Und heute verändern sich solche Dinge auch, weil Maschinen IP-Adressen bekommen, weil die Kapazität von Rechnern wächst, weil es möglich ist, viele, viele Dinge miteinander zu verzahnen, die man früher nicht verzahnen konnte. Und das ist erstmal eine Chance. Software- oder Computerbau, haben Sie Angst, dass wir vielleicht irgendwie einen Anschluss verpassen? Also ich glaube eher, wenn wir auch mal einen Schritt zurückdenken, dass wir zum Teil neue Technologien sehr, sehr vorsichtig angehen. Und ich glaube, dass dieses Vorsichtsprinzip uns in der Vergangenheit aber auch so stark gemacht hat. Das, sicherlich sind die USA vielleicht technologieführender, während wir zusehen, dass die Standardisierung weit nach vorne gebracht wird. Aber trotz allem sind die deutschen Unternehmen sehr, sehr innovationskräftig, dass wir vielleicht in der Software noch Nachholbedarf haben. Und den Ball muss ich eigentlich zu Ihnen zurückspielen, Herr Altmaier. Dahingehend, dass ich glaube, dass der Fachkräftemangel noch ein ganz, ganz großes Problem wird. Denn was IT- und Software-Nachwuchs angeht, glaube ich, müssen wir noch ganz stark aufrüsten. Und ich glaube, da muss im deutschen Bildungssystem unheimlich viel passieren. Ja, das akzeptiere ich auch. Und das ist der Grund, warum wir jedes Jahr einige Milliarden Euro mehr in die Bildung investieren. Warum wir dafür werben, dass die Leute die sogenannten MINT-Fächer, die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer, viel stärker belegen. Und da haben wir in den letzten 10 Jahren auch sehr viel erreicht. Wir müssen trotzdem darüber nachdenken, was denn besser gemacht werden kann. Und mir hat letztens jemand erzählt, der sagt, der deutsche Mathematikunterricht, da kenne ich mich nicht so aus, weil ich da nur befriedigend war und mit Mühe und Not das geschafft hat im Abitur, aber der deutsche Mathematikunterricht, der bereitet eigentlich mit der Vektorrechnung und vielem anderen darauf vor, Physiker zu werden. Und heute müsste man aber die Leute darauf vorbereiten, auch Programmierer und Informatiker zu werden. Aber wie kann man das und erreichen? Das sind dann, ja, das ist eine Frage der Lehrpläne zum Beispiel. Aber wie kann man die verändern? Das machen wiederum die Kultusministerkonferenzen. Aber wie können Sie denen auf die Finger treten, dass sie es machen? Indem die Kanzlerin in Davos solche Sachen erzählt. Ist doch ganz einfach. Es ist doch ganz einfach. Wir haben in der Bundesregierung vor einem halben Jahr eine digitale Agenda beschlossen. Das erste Mal, dass eine Bundesregierung das tut und früher als viele Länder in Europa. Zweitens, wir reden überall. Die Bundeskanzlerin in Davos, ich bringe es nicht ganz so weit, ich komme dann zu Ihnen, hier an der UDL. Und viele, viele andere Abgeordnete, Beamten aus den Ministerien tun das in ihrem Bereich. Und man sieht ja, dass man vielleicht zu Anfang ein bisschen zögerlich war, aber jetzt wachen doch auch sehr viele auf und sagen, Mensch, verändert sich da etwas? Und wie kann ich mich so aufstellen, dass ich vorne mit dabei bin?
Sie sehen ein bisschen skeptisch aus. Glauben Sie nicht, was der Mann sagt? Oder warum sehe ich hier Skepsis bei Ihnen? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein bisschen zu einfach ist. Ich erwarte tatsächlich ausnahmsweise mal mehr von der Politik. Die Politik muss sich vielmehr auf diese Kernkompetenzen konzentrieren. Heißt, Normen schaffen, um eben Digitalisierung nach vorne zu bringen und das auch in so einem Kosmos, wo es für alle möglich ist. Da Herr Altmaier jeden Tag ins Kanzleramt geht, jeden Tag die Kanzlerin trifft, müssen Sie jetzt eine Forderung stellen, die er dann weiterbringt, damit sozusagen wir alle was davon haben. Was wäre das? Was muss er tun? Informatik als festes Fach ganz früh, dass nämlich die Kinder, wenn sie am schnellsten und am besten lernfähig sind, in jungen Jahren schon damit konfrontiert zweite werden. Zweite Klasse? Auf jeden Fall. Why not? Ich bin nicht überzeugt, ob wir alle programmieren lernen müssen. Wir haben nicht mehr die Gesellschaft, was die meisten in die Industrie gehen wollen. Ist es nicht an der Zeit, mal den Hebel umzulegen? Doch, das gibt es, ja. Ich bin in meinem Wahlkreis häufiger zu Gast in Schulen. Und dort gibt es in sehr, sehr vielen Schulen sogenannte Schülerfirmen. Das sind Arbeitsgemeinschaften von Schülerinnen, Schülern und Lehrern. Die betreiben ein eigenes kleines Unternehmen. Das ist finanziell alles limitiert, weil die Kinder meistens 14, 15 Jahre alt sind. Dann versuchen die damit Gewinne zu machen. Sie lernen, wie man unternehmensintern planen muss. Sie wissen, lernen die Risiken kennen. Das finde ich ganz toll. Ich würde sagen, das ist sensationell und das muss eigentlich jede Schule tun. Aber das ist nicht der Fall. Sondern es ist nach wie vor so, dass das ein paar vereinzelte Schulen betrifft, die das eben anbieten, auch gerne Privatschulen, aber eben nicht die breite Masse. Und ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, ein gewisses unternehmerisches Grundverständnis den Leuten beizubringen und den Kindern beizubringen und dann auch anhand von Praxis die Mathematik zu erklären. Dann hätte ich nämlich vielleicht den Dreisatz auch nicht erst in der Berufsschule gelernt. Ich weiß, es gibt hier in Berlin wahnsinnig viele Start-ups. Berlin ist eine tolle, interessante Stadt für junge Leute. Die kommen hierher, die machen sich selbstständig. Warum bieten die nicht einmal den vielen Schulen, die es in Berlin gibt, an? Wir kommen für 2 Stunden in die Schule. Wir erklären jungen Leuten, wie es ist, wenn man als Unternehmer selbstständig wird. Das wenn man machen wir versucht, alles. Kommen Sie ins bildungsfernen Bremen. Da machen wir das. Aber es nehmen die Schulen nehmen es nicht an. Aha. Da ist die Politik gefragt. Da haben wir jetzt so Saarland gegen Bremen. Ja, dann müssen wir in Bremen eine neue Regierung wählen. Ganz dringend, ja. Ja, auf jeden Fall. Das hört doch mit Wahlkampf hier. Unser Thema ist ja Industrie 4.0, also die Verknüpfung von Digitalität und Produktion. Wie ist es denn bei Ihnen in der Firma? Wie digital sind Sie? Wir sind ein ganz traditionelles Handelshaus. Trotz allem müssen auch wir uns diesen Entwicklungen anpassen und fangen aber dann dementsprechend langsam an, digital aufzurüsten. Was aber bei Wirtschaft 4.0 die Bundesregierung umtreibt und die Kanzlerin und die Minister, ist etwas ganz anderes. Dass wir glauben, dass die Veränderungen viel tiefergehend sind, als nur die Frage, wann mein Unternehmen online geht und wann mein Unternehmen eine eigene Homepage hat, sondern dass es eine komplette Neuorganisation unserer Wirtschaftsabläufe mit sich bringt. Die Frage ist nur, ob der Staat einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir die Herausforderungen bewältigen. Ich kann mich erinnern, Franz Josef Strauß hat, letzter Satz, in den 70er Jahren mal die Frage gestellt, was verändert sich eigentlich in den 80er und 90ern? Und hat man ihm gesagt, die zivile Luftfahrt wird enorm an Bedeutung gewinnen. Hunderte von Millionen Menschen gehen in die Luft. Und dann hat er gesagt, dann braucht Europa ein Flugzeug und Bayern einen Flughafen. Und er hat beides realisiert. Und ohne sein Eintreten gäbe es wahrscheinlich heute nur amerikanische Flugzeuge. Und so ist Airbus die Nummer 1 weltweit. Damit das alles so passiert, brauchen wir eine gewisse Infrastruktur. Und was ganz, ganz unten ist, sind superschnelle Netze. Die haben wir nicht wirklich. Wie oft haben die schon gehört, dass wir es demnächst bald haben? Haben Sie Vertrauen, dass es wirklich passiert? Nee, überhaupt nicht. Also das wäre dann die nächste Forderung tatsächlich auch. Und der Wunsch an Sie, Herr Altmaier, dass da was passiert, dass nämlich der Breitbandausbau weiter vorangetrieben wird. Und ich kann auch nur an Sie appellieren, dass diese Netzneutralität weiterhin Bestand hat. Ja, dass der Breitbandausbau vorangetrieben wird, das haben wir in den letzten Jahren gezeigt. Und wir wollen bis zum Jahre 2017 ein ehrgeiziges Ziel erreichen. Die Frage ist auch hier allerdings, sind wir schnell genug? Denn wir wollen Geschwindigkeiten realisieren, von denen ich mir heute schon die Frage stelle, ob sie dann auch ausreichend sind. Wenn wir das selbstfahrende Auto haben, wenn riesige Datenmengen übertragen werden müssen, damit dieses Auto sicher fährt, damit es an sein Ziel kommt. Das alles wird die Anforderungen an unsere
Dateninfrastruktur in gewaltiger Weise verändern. Müsste dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, der Staat eigentlich einschreiten, so wie er jetzt Straßen baut? Der Staat wird niemals alle Investitionen tätigen können, die man braucht. Zum Beispiel werden Unternehmen sich neue Generationen von Werkzeugmaschinen zulegen müssen, die diese Wirtschaft 4.0 bedienen und davon profitieren können. Und das ist etwas, was in einer Marktwirtschaft der Markt erledigen muss. Sie wollen ja immer mehr Steuern erhöhen und nehmen den Unternehmen eigentlich immer zunehmend mehr Substanz. Nein, also da muss ich noch mal was sagen. Ich weiß, dass eigentlich das Versprechen ja war, die Steuern nicht zu erhöhen. Jetzt frage ich mich aber, wenn jetzt schon Rentenkonzepte vorgelegt werden, die die junge Generation ganz maßgeblich treffen, frage ich mich, wie lange können wir denn diese ganzen Töpfe noch aus Steuermitteln füllen? Und das wird irgendwann ein Ende haben und dann wird die logische Konsequenz sein, dass Steuern erhöht werden. Und dann werden die Unternehmen, und da sorge ich mich tatsächlich um den Mittelstand, eben nicht das nötige Kapital haben, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen. Also das muss ich doch um Fairness bitten. Es ist die erste Bundesregierung, seit wir Bundesregierungen haben, die gesagt hat, sie wird 4 Jahre keine Steuern erhöhen und wir halten uns daran. Wir haben im letzten Jahr keine neuen Schulden gemacht und wir wollen nie mehr neue Schulden machen. Das ist unser Ziel und unser Anspruch. So, und dann muss man doch darüber nachdenken, wie kann man dann das Geld, was man hat, sinnvoll ausgeben? Es ist begrenzt. Und am besten, man hat Wachstum, dann kommt nämlich mehr Geld in die Kasse, ohne Steuererhöhungen. Aber auch dann muss man entscheiden. Marode Brücken sanieren, Schulen, Kindergärten, Universitäten, öffentlicher Personennahverkehr, Breitband. Und alle diese Ziele sind wichtig. Das bedeutet dann aber auch schwierige Entscheidungen, weil ich manche anderen Wünsche dann vielleicht nicht sofort erfüllen kann. Wenn die Autos selbst fahren, rumfahren, sie sich ständig steuern lassen, Informationen brauchen, müssen dann nicht die Autos, die mit 200 Stundenkilometer selbstständig fahren über eine Autobahn, deren Informationen, ist die nicht wichtiger als von mir aus irgendein YouTube-Video? Brauchen die nicht einen Vorrang in den Netzen, dass sozusagen die nicht gleich behandelt werden? Ich habe mir das gedacht, dass sie mich aufs Glatteis führen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand hier im Saal und schon gar nicht so ein kluger Mensch wie Chano Yobatai der Meinung ist, wenn jetzt die Information für die Operation am offenen Herzen konkurriert mit einer E-Mail für Briefmarkensammler, dass das dann absolut gleichrangig ist und man dem Patienten sagt, du musst noch 5 Minuten warten, bis die andere E-Mail soweit ist. Wir wissen, dass sich hier eine wirklich wichtige Entwicklung abzeichnet. Wir wollen, dass Deutschland vorne mit dabei ist. Wir wollen, dass wir die Chancen nutzen, aber alle Antworten kennen wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Das klingt toll von der Einstellung, aber ich muss jetzt trotzdem noch mal auf unseren Anfang zurück. Ich glaube, dass gerade was die Generation Y angeht, wo ich ja auch zugehöre, alle unter 30, dass die, die diesen Ausbildungsweg gehen, die dieses ganze Thema IT-Sicherheit, sich mit Digitalisierung auseinandersetzen, irgendeinen Beruf in diesem Bereich auswählen, dann entweder was Schönes, sich selbstständig machen, dann sind wir beim Berliner Startup, sie gehen in die großen Konzerne oder sie wandern aus in die USA, weil da die Chancen vielleicht besser sind und weil die Technologie dort ansprechender für sie ist, was die Chancen angeht. Was machen Sie denn dort, um unsere guten Leute hier zu halten? Wir wollen guten Leuten tolle Perspektiven bieten. Aber wenn jemand sagt, für mich gehört es mit dazu, dass ich ein Jahr meines Lebens in Neuseeland gearbeitet habe oder dass ich 5 Jahre meines Lebens in den USA an der Uni geforscht habe oder dass ich in Silicon Valley einen Job gemacht habe, der mich dann in die Lage bringt, mich in Deutschland niederzulassen, dann finde ich das eine ganz tolle Sache und das sollten wir unterstützen. Und wir müssen umgekehrt auch dazu beitragen, dass ein junger Mann in Indien, der sein Informatikdiplom in der Tasche hat, der gezeigt hat, er hat Grips im Kopf oder in Kuba oder egal wo auf der Welt, dass der dann sagt, Mensch, ich habe Angebote aus Silicon Valley, ich habe Angebote aus Berlin, ich habe Angebote aus Paris und wo gehe ich jetzt hin? Und dass er dann nicht automatisch sagt, Silicon Valley immer und Berlin nie, das ist, glaube ich, unser Anspruch. Ich will mal hier einen Schnitt machen und mal zurückgehen zum Thema Industrie 4.0, also vernetzte Produktion und dergleichen mehr. Da geht es ja viel um Automatisierung. Bei Automatisierung heißt es auch internationale Standards. Wie geht das? Zum einen werden in der Tat Standards geschaffen. Die werden in aller Regel geschaffen von den Playern, die es in diesem Bereich gibt. Mhm. Nicht von Parlamenten, sondern von Unternehmen, die sich in Normierungsorganisationen zusammengeschlossen haben. Und ich wünsche mir,
dass die deutsche Internetwirtschaft und dass die deutschen Player in dem Bereich, das sind nicht nur Internetfirmen, das sind große Firmen wie Siemens beispielsweise und die Telekom, die dort unterwegs sind, dass diese Firmen den Mumm haben, sich gemeinsam auf Vorstellungen zu verständigen, die wir dann in diese Organisationen einbringen. Also Politik ist zum Zuschauen verurteilt in dieser Hinsicht? Nein, wir können ermuntern, wir können kritisieren, das tun wir auch. Wir sprechen immer wieder diese Themen an und wir drängen darauf, dass die Verantwortlichen dies leisten, aber wir können ihnen keine Befehle und keine Anweisungen geben. Sind die deutschen Hidden Champions, die KMUs, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen, sind die zu klein, dadurch zum Zuschauen verurteilt, müssen dann zugucken und warten, bis was runterfällt? Also ich glaube, dass gerade der Mittelstand die Aufgabe hat, massiv ihre Innovationskraft jetzt tatsächlich auch in Digitalisierung zu stecken. Ich glaube, dass die deutsche Wirtschaft schon da auf gutem Kurs ist. Ich glaube, diese Sprüche, das Internet vergeht wieder, die haben wir auch am Anfang gehört und mittlerweile haben es alle verstanden. Ja? Und ich glaube, dass wir gar nicht so langsam sind, wie wir tun. Ich glaube, dass gerade der Mittelstand wirklich da nach vorne geht und unheimlich innovativ ist. Okay, bleiben wir beim Thema Sicherheit. Müssen wir Angst davor haben oder was kann man dafür tun, dass die Sicherheit so gewährleistet wird, dass ein Hacker nicht von mir aus BMW angreifen darf? Morgen sind alle Autos gelb und fahren, haben nur Rückwärtsgänge drin. Also ist da der Staat in der Pflicht oder muss es die Wirtschaft selber tun? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann man dieses Problem lösen, das Thema Sicherheit? Wenn alles automatisiert ist, ist eine andere Gefahrenlage da. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Part, wo beide Partner zusammenspielen müssen. Und da kann ich oder hoffe ich, und das findet ja auch statt, dass Wirtschaft und Politik ganz eng zusammenspielt und dass auf beiden Seiten ganz klar Datenschutz und Sicherheit im Vordergrund steht. Wir sind in der Tat beide in der Verpflichtung. Die Wirtschaft, weil die das oftmals nicht ernst genommen haben, weil sie auch, wenn sie angegriffen wurden, nicht darüber reden wollten, weil sie dachten, es ist schlecht für das Unternehmen, weil es dann Kunden verliert. Und der Staat, indem er versuchen muss, diejenige Expertise zu entwickeln, die man braucht, um mit solchen Angriffen umgehen zu können. Gibt es da so eine Art oder müsste es eine Art Cyberpolizei geben, die von Staats wegen da reitet? Würden Sie sich das wünschen? Auf jeden Fall. Also natürlich sind die Unternehmen darauf bedacht, dass sie den besten Schutz für sich selber haben. Aber ich glaube, dass ein Unternehmen alleine das nicht leisten kann, gerade weil wir so einen breiten Mittelstand haben. Sie können sich alles wünschen, er ist gerade da, Sie müssen es nur sagen. Ja, ich gebe Ihnen eine Mütze und sind Sie mein Cyberbulle. Ein Traum. Ja. Vielen herzlichen Dank. Nee, aber mal ernsthaft. Nein, ich finde den Ausdruck, finde ich spannend. Auch wenn das Wort Bulle nicht ganz so positiv konnotiert ist. Aber, das war jetzt aber nicht so gemeint. Nein, das hab ich auch nicht unterstellt. Und deshalb hat es mich ja auch gefreut. Wir haben heute das Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnologie, das BSI. Das ist aber keine Polizei in dem Sinne, sondern wir haben das Bundeskriminalamt, das in diesen Fällen eingeschaltet wird, heute schon. Aber natürlich muss dann in jedem einzelnen Fall geprüft und diskutiert und entschieden werden, was darf das Bundeskriminalamt tun, um solche Vorgänge aufzuklären. Und bräuchten wir eine Verpflichtung, dass Unternehmen, die angegriffen werden oder bestohlen werden, das veröffentlichen müssen? Wäre zum Beispiel ein Weg? Mir wäre es sehr recht, wenn diese Unternehmen eine Selbstverpflichtung eingehen würden. Aber sie tun es ja bekanntlich nicht. Man nimmt das immer nur an, man merkt das. Nun warten Sie es mal ab. Wir sind ja im Gespräch mit denen, dass solche Verstöße bekannt werden und geahndet werden. Also da muss ich das ja ein bisschen jetzt kritisch in Frage stellen, dahingehend, wenn man seine Kunden informiert, die betroffen sind, dann verstehe ich das. Warum muss immer gleich alles öffentlich gemacht werden und warum müssen Unternehmen an den Pranger gestellt werden? Denn die Kollateralschäden sind enorm. In dem Moment, wo ein Unternehmen vielleicht sagt, pass auf, hier wurde alles gehackt, vergraulen sie sämtliche Neukunden und auch das Vertrauen der Altkunden. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Nein, ich will doch niemanden an den Pranger stellen. Aber wenn beispielsweise ein Unternehmen in einer Branche feststellt, mein Computer wurde gehackt und meine Kundendaten wurden gestohlen, dann ist es ja nicht nur die Pflicht des Unternehmens, seine eigenen Kunden zu informieren. Aber und das ist dann doch wieder der Dialog zwischen uns beiden. Das muss doch da nicht irgendwie Lieschen Müller aus der Zeitung erfahren. Was sondern haben Sie das gegen Transparenz? Das ist ja kein Ausschluss von Transparenz, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, immer alles in der Öffentlichkeit komplett breitzutreten, weil damit werden auch gezielt nachher Stimmung gemacht und damit kann man auch gezielt Unternehmen kaputt machen. Ja, das ist, ich weiß, wie schwierig das ist, aber wenn beispielsweise ein großes Automobilunternehmen 100.000 Autos zurückrufen muss, dann wird das auch öffentlich bekannt gemacht. Das ist auch nicht nur eine Frage für die Kunden dieses Unternehmens und das Unternehmen,
sondern es ist in allen Zeitungen und im Rundfunk zu lesen und zu hören, dass dieses Unternehmen eine Rückrufaktion gestartet hat. Wenn bei einem Supermarkt-Discounter Lebensmittel zurückgerufen werden, weil irgendetwas nicht okay war, dann wird es bekannt gemacht und ist bekannt. Mhm. Und ich finde, es muss, wenn es darum geht, die Integrität der Daten der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, dann kann es nicht nur im Interesse eines angegriffenen und betroffenen Unternehmens alleine liegen, ob das bekannt wird oder nicht. Wenn wir ständig Daten produzieren, die aufgefangen werden, gespeichert werden, verarbeitet werden, wem gehören eigentlich diese Daten? In dem Moment, wo ich bei Facebook alles eintrage, vergebe ich die Rechte an Facebook ab. Und ich glaube, auch das ist etwas, was, wenn es immer digitaler wird, wenn die ganze Welt auf Daten basiert, dass wir dann anfangen müssen, diese Rechte einzuschränken und zu sagen, es kann nicht sein, nur weil jemand etwas preisgibt, dass sie automatisch auch diesem Konzern gehören. Ist das eine originäre politische Aufgabe? Naja, eine politische Aufgabe ist, darüber zu diskutieren. Aber wissen Sie, wenn wir das automatische Auto eines Tages haben, dann wird dieses Auto, wenn es fährt, Millionen von Daten produzieren. Die sind gar nicht Peter Altmaier zuzuordnen. Aber das Auto ist ständig in Verbindung mit allen möglichen Informationsquellen, um abzuchecken, läuft da eine Katze über den Weg oder muss ich irgendwo von einer roten Ampel halten? So. Und wie kann ich sie löschen? So. Denn das geht ja auch nicht überall jemandem was an, wo ich hinfahre. Aber wie kann man dieses Problem lösen? Wie kann man das lösen? Na, es gibt viele Lösungen. Wir haben die Möglichkeit, Daten, die gewonnen werden, zu anonymisieren. Und dann stellt sich heraus, das ist ein Datum, das ist von irgendeinem Verkehrsteilnehmer, aber nicht das Datum von Tscherno Jobatai oder Peter Altmaier. Aber wem gehören Sie denn dann? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Na, wenn Sie zustimmen, dass ein anderes Unternehmen Ihre Daten verwenden kann, dann hat dieses Unternehmen jedenfalls die Möglichkeit, mit diesen Daten zu arbeiten. Aber haben wir denn überhaupt die Alternative, nicht zuzustimmen? Also bei allen Datendiensten, die ich kenne, kann man nur mitmachen, wenn man zustimmt. Irgendwann wird man auch in ein Auto einsteigen und dann wird man vorher eine Unterschrift machen müssen, diese Daten gehören dann der Autofirma. Also Sie müssen überhaupt nicht Auto fahren, Sie können auch Fahrrad fahren. Die Frage ist nur, Sie sind Tour de France-Teilnehmer, ich weiß. Fahrrad, aber. Ja. Das Problem ist, wenn Sie ein selbstfahrendes Auto haben möchten, und dann wird es irgendwann ein Auto geben, das Ihnen sagt, wo die Scheibenbremse sich meldet und sagt, bei dem Fahrstil von dem Jobatai bin ich in 14 Tagen runter. Und dann guckt das Auto, wo ist Jobatai, über Outlook in den nächsten 14 Tagen, wo er mal 3 Stunden in der Sitzung ist. Dann macht es einen Termin mit einer Autowerkstatt ganz in der Nähe. Die Scheibenbremse wird bestellt über Internet, das Auto fährt dorthin, die Bremse wird ausgebaut, das Auto fährt zurück und das Geld wird, wenn Sie vorher zugestimmt haben, von Ihrem Konto abgebucht. So. Super. Und solche Modelle werden nur kommen, wenn es die Möglichkeit gibt, die Daten zu verarbeiten. Und trotzdem muss sichergestellt sein, dass kein Internetunternehmen die Daten zu irgendetwas anderem verwendet, als dafür, wofür sie gedacht sind. Aber greift das bei transnationalen Gesellschaften? Also ich bin mir nicht so sicher, was Google mit meinen Daten macht. Ich bin mir nicht so sicher, was Facebook oder Apple oder sonst wer damit macht. Und ich glaube, mit Verlaub, die lachen sich über Peter Altmaier tot, wenn der irgendwas sagt. Also erstmal können wir... Ich weiß es hart. Nein, überhaupt nicht. Es ist jedermann freigestellt, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das seinen Sitz nicht in Deutschland hat, sondern beispielsweise amerikanisches Datenschutzrecht anwendet. Die meisten Bürger sagen übrigens, ich habe große Zweifel, ob dieses Unternehmen eBay oder Google oder Facebook oder Twitter mit meinen Daten so umgeht, wie ich das möchte. Aber sie nutzen die Dienste doch, weil es eben zu verlockend ist. Soll dann der Staat sagen, wir verbieten unseren Bürgern, diese Daten zu nutzen und diese Dienste zu nutzen? Oder soll der Staat sagen, wenn China sich nicht verpflichtet, das deutsche Datenschutzrecht 1:1 zu übernehmen, dann schicken wir eine Expeditionsmannschaft, bestehend aus Channel Jabotai und Peter Altmaier, und Peter Altmaier, ja, die das mal vor Ort durchsetzen. Also, das ist die große Frage. Wir haben eine Kooperation mit der wunderbaren Online-Zeitung Huffington Post und da haben wir Leser aufgerufen, Fragen zu stellen. Ich möchte gerne eine Frage eines Lesers der Huffington Post hier stellen. Und zwar die Frage lautet, sollten wir vielleicht mit den ganzen vernetzten Kram lieber aufhören, weil die Sache sowieso nicht zu regeln ist, weil wir uns damit mehr Probleme einhandeln, als wir überhaupt lösen können? Ich habe meine Position definiert. Ich glaube, dass wir für Deutschland die Chance ergreifen sollten, diese Veränderungen mitzugestalten. Und das können wir nur, wenn wir mindestens genauso gut sind wie alle anderen, die sich weltweit damit beschäftigen.
Huffington-Post-Leser Peter Schanz fragt, könnte nicht die deutsche Regierung etwas aggressiver sein, wie beispielsweise Heiko Maas, der mal gesagt hat, die Suchmaschinenfirma Google müsste ihren Algorithmus offenlegen, weil Politik kann nicht über etwas entscheiden, was sie nicht weiß. Ja. Einfach mal eine Frage stellen und die Macht von Europa ausspielen. Schließlich sind wir ein großer Absatzmarkt. Ich weiß, seither ist, das hat man in Silicon Valley auch bemerkt, seither sind alle dort komatös und Google hat einen Auflösungsantrag beim Amtsgericht gestellt. Nehmen Sie die Frage unseres Lesers ja, ernster. Ich sag Ihnen, wir können Google mit deutschen Gesetzen nicht zwingen, in Amerika seinen Algorithmus offenzulegen. So einfach ist das. Wie soll das denn gehen? Sie können eine Kampagne machen über Twitter. Schreiben Sie Herrn Obama und sagen Sie, die müssen ihren Algorithmus offenlegen. Schicken Sie Greenpeace los. Es gibt ja für Entwicklungsländer dieses Programm One Laptop per Child, wo es so $100 Computer gibt, die vergeben werden. Bräuchte Deutschland, vielleicht ein bisschen provokative Frage, nicht im Grunde auch so ein Programm? Also ich kann das nur ganz klar unterstützen. Ich glaube, dass auch das Internet immer eine große Bildungszugang bedeutet. Aber auch da treffen wir ja wieder insofern auf Grenzen, dass es ja diese Störerhaftung gibt. Ich glaube, auch da gibt es noch Ansätze, dass man vielleicht das mal verändern kann, so wie das in anderen Ländern ja durchaus der Fall ist und was normal ist. Ich glaube schon, dass dieses One Laptop a Child durchaus ein sinnvolles Programm darstellt, um eben Kinder frühzeitig daran zu binden. Und das habe ich, glaube ich, deutlich gemacht. Dem schließe ich mich an. Meine Frage geht in eine ganz andere Richtung. Haben wir eine ganze Menge Menschen hier, auch viele, die halt noch aus der Babyboomer-Zeit stammen und durchaus noch die nächsten 20 Jahre aktiv werden können. Leider fallen die halt sehr weit aus vielen Prozessen raus und wir müssten eigentlich viel mehr für deren Bildung machen. Wo sind da die Instrumente, die die Regierung mitgeben möchte? Also ich kann vielleicht aus Unternehmenssicht dazu sagen, was ich vorhin schon sagte, dass Unternehmen sowieso, was die Aus- und Weiterbildung betrifft, auf dem Sektor unheimlich viel anbieten. Und es gibt auch immer mehr, was auch zu unserem Leben gehört, dass gerade die Babyboomer-Generation sich auch nochmal umorientiert und Unternehmen bereit sind, auch jung, also ältere Azubis, sage ich mal, eben nicht die 16 bis 20, sondern eben auch die aus der Babyboomer-Generation einzustellen und auch die als Azubis aufzunehmen. Ja. Und nicht nur als Azubis, ich denke, wir müssen vor allen Dingen die betriebliche und überbetriebliche Weiterbildung verstärken und diesen Menschen Zugang dazu verschaffen. Das sind ja alles Formen von Flexibilität, die damit auch entstehen, dass wir diese älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dringend brauchen. Und dazu gehört auch, dass wir ihnen die Weiterbildung ermöglichen. Unternimmt die Bundesregierung dahingehend genug, um tatsächlich uns, also Deutschland oder Europa, für den globalen Wettbewerb aufzustellen? Bestimmte Dinge kann man nur europäisch regeln, zum Beispiel den Datenschutz. Das sollte man am besten weltweit tun. Da das aber weltweit so schnell nichts wird, sollten wir es wenigstens auf europäischer Ebene versuchen. Wir können natürlich auch sagen, jeder Berliner Bezirk regelt das in der Bezirksverordnetenversammlung. Da kann jeder erkennen, dass das nicht weit führt. Und deshalb, hier sind wir dabei, auf europäischer Ebene die Dinge voranzubringen. Industrie 4.0, sind wir gut gerüstet in Zukunft? Haben Sie Vertrauen oder sind Sie eher so? Wir stehen erst am Anfang. Die Chancen, die dahinter stehen, haben wir erkannt. Jetzt gilt es auch, das Rüstzeug in die Hand zu nehmen und aufzusatteln, um weltweit mitzuhalten. Besser hätte es niemand heute Abend hier in diesem Saal sagen können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und uns gemeinsam auch. So. Sie sind so ein Charmeur, Mensch. Peter Altmaier, meine Damen und Herren. Peter Altmaier, Lenkscheiner. Vielen Dank und NSG 4.0 bei der UDL Digital Talkshow. Vielen Dank fürs Mitmachen und Ihnen noch einen schönen Abend.